Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Dishonored 2. Ja, wir müssen da jetzt diese komischen Teile herkriegen. Diese Scheiben. Aber ich weiß leider immer noch nicht, wie wir die bekommen. Man da oben irgendwo, also ich muss auf jeden Fall eine Etage höher, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Da ist ein Fenster. Ui, 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 ui. Okay, wenn ich jetzt Glück habe. Oh, das wird sehr knapp. Wir wagen es einfach mal. Liana, was ist Jindosh zugestoßen? Angeblich stammelt er nur noch Unsinn. Ich weiß nicht, Delilah. Verzeih mir. Nein, meine Liebe. Es ist ein Verlust. Aber er hatte nichts mehr für uns. Sokolov wurde auch mitgenommen. Wer würde den alten Dummkopf wollen? Schon gut. Wie läuft die Kommunion? Ich will den Schwächen. Hä? So. Mein Einfluss nimmt zu. Letzte Nacht ging ich mit einer durch einen Traum und wir tranken aus einem Brunnen in ihrer Heimatstadt. Vizeaufseher Burns Verdacht war richtig. Jindosh wirkt sich nicht aus. Ganz leise. Er hat an den Linsen weitergearbeitet. Dicker, dünner, undurchlässiger. Es war ermüdend anzusehen. Ich habe noch die alten Linsen und abgelegte Teile in meiner Werkstatt. Aber Jindosh hat vor einiger Zeit aufgehört. Diese Linsen könnten mit den Linsen im Apparat getauscht werden. Nichts durch solch ein Gerät zu berühren. Verhext noch eins. Ich freue mich darauf, das bald schon selbst zu verwenden. Kommst du bald vorbei? Vielleicht. Dunwall Tower ist fast gestorben. So, wir müssten jetzt eigentlich da unten schön hinkommen. Wenn ich nach Kanaka komme, trinken wir Wein, bis er uns zu den Ohren rausläuft. Aha, sie will nach Kanaka. Ich freue mich darauf. Behalt erstmal den Herzog im Auge. Zumindest bis die Schwestern unter Kontrolle sind. Es gibt niemanden sonst, dem ich. Das war gut. Und jetzt aktivieren und Ashworth Verbindung zum Nichts unterbrechen. Jetzt muss nur noch der Schalter umgelegt werden, dann sollte Ashworth machtlos sein. Gut. Was ist das? Was soll ich jetzt tun? Ich bin erledigt. Dieses Gefühl, die Dinge, die möglich waren, die Berührung des Nichts. Delilah, das war alles, was ich hatte. Ich bin keine Bedrohung mehr für niemanden. Dann brauchen wir sie jetzt auch nicht mehr töten. Oh, guck mal, da liegt noch ein Köpfchen. Würde ja eigentlich gerne in ihr Büro gehen. Also sie ist keine Bedrohung mehr für uns. So, das ist hier das eigentliche Büro. Oder? Okay, wir sind draußen. Oh, boah, guckt euch mal die Ratten an. Oh mein Gott. Wow.
Es wurde gesagt, ich soll die Flucht ergreifen. Ich bin mir jetzt aber nicht so sicher, ob ich mir jetzt einfach, ob ich jetzt einfach so flüchten kann. Ohne erwischt zu werden. Ich gehe jetzt einfach mal hier durch. So, jetzt, ich muss zum Ladenbesitzer. Und dem auch noch was geben. Oh. Ah, da sind noch zwei Stück. Bleib wachsam, sagt er. Und ich sag, ich bin immer wachsam. Klar, sagt er. Ich bin immer wachsam. Aber meine ich's ernst. Zack, 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 zack. Wow. Ja. Habe ich nicht noch irgendwo Betäubungspfeile? Da. Okay, hat sich erledigt. Die brauche ich nicht. Ei. Och, hoffentlich sieht mich keiner. Hä? Hat mich nicht gesehen. A, B, C, D, E, F, G. Hä? Hi. Oh. Sehen wir nach. Hey, wo bist du? Kopf und Kreis! Oh mein Gott. Hallo. Etwa wieder. Mein letzter Fehler. Huchala. Nicht fliehen. Wow. Verflucht. Du gehst nirgendwo hin. Wow. Nimm das. Was war das? Wow. Hinter mir ist einer. Umzingelt! Ach, fuck. Was für eine schöne Überraschung, Sie wiederzusehen. Mann. Nicht umsonst! Zeit, das Kopfgeld zu kassieren. Du willst kämpfen? Du bist ein Kopfgeld! Ich zeig dir die Du wirst für ihre Seit ich in Uniform bin, kämpfe ich gegen Abschaum wie dich. Ach Leute, ich habe hier gerade ein Problem. Dann schlag mich darauf, wartest du noch? Nimm das, du Gör! Wow. Das reicht. Du bist tot! Kommen Sie rein. Es ist immer ein Vergnügen, Sie zu sehen. Hi. Willkommen zurück. Ich sehe, Sie haben den Prototypen. Ihr Bekannter hat es nicht geschafft. Diese Arbeit ist ziemlich riskant. Aber kommen wir zur Sache. Die Bezahlung dürfte Sie bestimmt interessieren. Natürlich gibt es einen Finderlohn. Und wenn Sie möchten, zeichne ich basierend darauf einen Plan zum Verbessern Ihrer Werkzeuge. Und als Zeichen meiner Dankbarkeit gibt es einen Ladenrabatt. Faires Angebot. Willkommen zurück. Bitte lassen Sie sich Zeit.
tiefer Heulbolzen. Gegner lässt Wolfhunde fliehen. Hexen fliehen. Oh, der ist... Sie werden mit Ihrem Kauf ganz sicher zufrieden sein. Ach, Sie suchen Pläne für bessere Waffen. Ja. Erstmal gucken, was ich hier überhaupt habe. Linsenoptik, das habe ich noch gar nicht gebraucht. Bolzenkapazität 300. Ach. Es ist mir ein Vergnügen, eine so reizende junge Dame im Laden zu haben. Magazin, eine Kugel hinzu. Ja, das ist... Ich denke, Tasche wäre am besten. Ausgezeichnete Wahl. War ein Vergnügen, Ihnen zu Diensten zu sein. Ja, gleichfalls. So, mehr haben die nicht. Nö. Schreit er denn jetzt hier so rum? Es ist geschafft. Ashworth ist kein Problem mehr. Gut. Aber Emily, da gibt's noch was. Als ich noch in Dunwall lebte, habe ich Dinge getan, auf die ich nicht stolz bin. Ist das nicht eine Voraussetzung für das Bürgerrecht? Was ich zu sagen habe, ist kein Witz. Ich habe Delilah und Ashworth gekannt. Ich habe ihren Scheiß geglaubt und bin auf die schiefe Bahn geraten. Vor allem dachte ich, dass Delilah tot ist. Ich will jetzt nicht darüber reden, aber Sie sollten es wissen. Ich bereue vieles. Sie wissen nicht, wem Sie trauen können, richtig? Jeder macht Fehler, Kaiserin. Sie müssen mir irgendwann Ihre Geheimnisse verraten. Sind Sie bereit zum Aufbruch? Yep. Ja, gehen wir. Bringen Sie mich zurück zur Dreadful Well. Ein weiterer Schritt in Richtung Herzog von Cerconos und Delilah. Müsste jetzt nicht eigentlich der Herzog kommen? Sechs. Seit mehreren Jahren ist Delilah hier immer stärker geworden. Bringt Leute gegen mich auf. Warum habe ich das nicht gesehen? Was habe ich derweil gemacht? So getan, als hörte ich bei Hofe zu, mit einer Bürokratenarmee geherrscht, auf die nächste Chance gewartet, aus dem Dunwall Tower zu entkommen. Tja, jetzt bin ich frei. Könnte ich doch nur zurück. Aramis Stilton war einst mit dem Herzog verbündet. Als Besitzer von Kanakas Bergwerken lebte Stilton in einem befestigten Bunker mitten im Staubbezirk. Seit Jahren wurde er nicht gesehen, seit Delilah mit ihren Aktionen begonnen hat. Aber ob Stilton nun lebt oder tot ist, sein Haus birgt den Schlüssel zu Delilahs Unsterblichkeit. Aha, unser nächstes Opfer. Ich bin bis jetzt immer den guten Weg gegangen. Bis es mir irgendwann mal zu dumm wird und dann nehme ich den einfachen, schlechten Weg. Erstmal ein Reiseprotokoll schreiben. So. Staubbezirk. Was geschah vor 3 Jahren? Brenna Ashworth und Delilah drangen in die Gedanken der Schwestern des Ordens des Orakels ein. Sie beeinflussten ihre Visionen und Prophezeiungen. Ich will mir nicht vorstellen, was aus dem Kaiserreich geworden wäre, wenn sie den Orden vollständig in der Hand gehabt hätten. Tausende von Gläubigen wären mit einer neuen Religion gefüttert worden, unter derselben glänzenden Masken der Aufseher. Träumt Delilah etwa davon, so zu werden wie der Outsider? Sie ist voller Zorn und verrückt genug dafür.
Ich habe Ashworth von Delilahs Magie abgeschnitten und damit von den Energien des Nichts. Ich werde kommen und dich aufhalten, Delilah, und es wird keine Rolle spielen, was für eine mächtige Hexe du geworden bist. Ich habe außerdem erfahren, dass Ashworth vor 3 Jahren eine Art Seance für Delilah abgehalten hat. Langsam komme ich dem Geheimnis hinter Delilahs Unsterblichkeit näher. Und dafür muss ich das verlassene Anwesen eines gewissen Bergwerkbarons namens Aramis Stilton, ne, genauer unter die Lupe nehmen. Megan Foster. Ich habe erfahren, dass Megan Foster vor vielen Jahren für Ashworth arbeitete. Ich glaube, dass Megan mehr weiß, als sie mir erzählt. Was verschweigt sie mir? Manchmal weicht sie meinen Blick aus. Und selbst wenn sie lächelt, wirkt sie irgendwie traurig. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich ihr vertrauen muss. Zumindest noch eine Weile. Ich kann nicht schlafen. Ich versuche, nicht zu viel an meinen Vater zu denken, aber ich mache mir unheimliche Sorgen. Ich hoffe, Corvo geht es gut. Ich hoffe, es quält ihn nicht zu sehr, die Tage und Wochen verstreichen zu sehen, ohne zu wissen, dass ich noch lebe und ihn retten werde. Vor 15 Jahren war er es, der mich rettete. Wir hielten uns im Hound Pit Pub versteckt und ich dachte, ich würde den Dunwall Tower niemals wiedersehen. Ich weiß noch, dass ich beinahe froh darüber war, dass wir ein Leben voller Abenteuer vor uns hatten. Ich glaube, dadurch fiel es mir leichter, mit dem Tod meiner Mutter zurechtzukommen, als wäre er nicht real, als wäre das ein anderes Leben gewesen. Knochen. Ach, siehst du, das muss ich noch freischalten. Wie schalte ich das eigentlich frei? Ich weiß das gar nicht. Assassinenglück. Geringe Chance, Bolzenstapelbolzene. Bodenbegleiter. Gleitgeschwindigkeit ist leicht erhöht. Flinker Pirscher. Stromzittrige Hände. Gegner schießen Projektile häufiger ins Leere. Das ist praktisch. Günstige Klinge manchmal verbrauchen unheimliche Kräfte keinen Mana. Gegner weitreichen. Ansonsten ist jetzt heimlich und leise. Irgendwie ja weniger Schaden. Die könnte ich mal wegmachen. Schattengang dauert etwas länger an. Schon erhöht den Wirkungsbereich von Nackrum. Flinker Pirscher, Duellantenglück, Bodengleiter. Nehmen wir das. So, Kräfte. Ich habe 3 Runen. Stärke. Oh, Frau Doktor ist schon weg. Mein Kopf wird langsam klar. Nun kann ich an meine Arbeit zurückkehren und den Leuten in Not helfen. Sie haben so viel für mich getan. Mich vor dem Wahnsinn und, schlimmer noch, einem Leben voll sadistischer Gewalt gerettet. Wie kann ich mich jemals revanchieren? Wenn ich bedenke, wer sie sind und was sie in Karnaka tun, kann ich ihnen nur Glück wünschen. Die Stadt, das Land, das Reich, alle zählen auf sie. Ich schicke ihnen etwas Besonderes. Ich hoffe, es hilft ihnen. Und wo ist er? Ach so, das war bestimmt der Plan. Warum mache ich mir Sorgen? Megan kann auf dich aufpassen. Ich führe schon Selbstgespräche wie ein alter Spinner. Wo ist Megan? Oh. Wir haben einen Fisch. Brianna Ashworth, der Herzog, Jindosh, alle stehen unter dem Einfluss von Delilah. So wie Megan ist in der Stadt. Ich werde Ihnen alles erklären. Was ist sie? Die ist in der Stadt? Paolo ist noch nicht alt, aber sein Gesicht spricht von einem bewegten Leben. Ich hätte nie gedacht, so müde zu sein. Ich kam wegen des Essens und der guten Luft. Der Staubbezirk. Ich habe vom Wind gehört, der durch die Spalte des Shinderays weht. Und wie ihn die Stadt für Windmühlen und den Betrieb des Bergwerks nutzt. Durch den Besuch des Aramis Stiltons zu Hause ähnelt mehr einem Bunker. Jetzt zum nächsten Schritt. Mmh.
Ashworth ist aus dem Spiel. Das sollte Delilahs Plan erschweren. Würde ich alles geben. Die Klippen in die Höhe. Mechanischen Geräten herumbasteln, aber alt und nutzlos bin ich deswegen noch lange nicht. Sehen Sie, ich habe Ihnen einen kleinen Apparat angefertigt, nur aus Teilen von diesen armseligen Kahn. Ja, ein paar wurden noch verwendet, aber ich versichere Ihnen, dass sie keine tragende Rolle spielen. Nur erzählen Sie Maggie nichts davon. Sie ist schon mürrisch genug. Dieses Gerät sollte Ihnen jedenfalls gut Dienst leisten. Augen zu sehen. Die Sandstürme beobachten. Ha. Habe ich anscheinend schon voll. Oh, die Fliegen sind alle weg. Ich muss wissen, warum Delilah nicht getötet werden kann. Wir wissen nur, dass in Aramis Stiltons Haus etwas Seltsames passiert sein muss vor 3 Jahren. Aber er ist verschwunden. Stilton lebte in einem Bunker, der mit einem Schloss von Jindersch gesichert ist. Vielleicht erfahren Sie dort, wie sich Delilah aufhalten lässt. Aber erst muss ich dorthin, durch eine vom Herzog geschaffene Ruine, wo Vater aufgewachsen ist. Megan hatte eine tolle Idee. Paolo ist der Anführer der Heuler. Er möchte Vizeaufseher Byrne umbringen. Und Byrne möchte Paolo tot sehen. Mhm. Beide Gruppen werden sie sofort angreifen. Aber wenn sie ihnen die Leiche des Erzfeinds bringen, gehören sie gleich zur Familie. Okay. Werden sie mir helfen, in Aramis Stiltons Haus zu gelangen? Ich bin mir sicher, das funktioniert. Oh. Ich spüre, wie dieser Ort und diese Leute meine Perspektive ändern. Wie wird mich das alles verändern? Der Vizeaufseher von Karnaca, Liam Byrne. Ich weiß nicht. Ich frage mich jedoch immer noch, was Megan alleine in der Stadt macht. Das ist ein bisschen eigenartig, finde ich. Was ist das? Sind Sie bereit? Bereit. Wir bringen das Beiboot näher ran. Das finde ich ein bisschen komisch. Vor allen Dingen jetzt, sie erzählt uns das erst und dann ist sie auf einmal alleine in der Stadt unterwegs. Das ist ziemlich eigenartig. Ja. Ja, wen töten wir denn? Ich habe jetzt nicht mehr den Geheimnis befinden. Fies auf mein Bad und seine Anhänger führen Krieg gegen Paolo, den Entführer der Heuchler. Wenn ihnen gefallen wird, die entweder Brian oder Paolo helfen. Ich glaube, ich töte Paolo. Was ist das, dieser Aramis Stilton? Ein Verbündeter des alten Herzogs. Treu und klug. Stilton hat mit den Silberbergwerken ein modernes Karnaca aufgebaut. Er hat als Bergmann angefangen und sich zum Prinzen der Industrie hochgearbeitet. Jetzt lässt der Herzog die Bergleute Tag und Nacht schuften. Was blühend war, ist jetzt verfallen. Dem Herzog ist es egal, solange er aus silbernen Bechern trinken kann. Und woraus sind die Becher im Dunwall Tower gefertigt, Kaiserin? Jedenfalls müssen sie durch den Staubbezirk, um Stiltons Haus zu erreichen. Vielleicht ist er noch dort oder er ist schon tot. Suchen Sie Megan, sobald Sie im Staubbezirk sind. Sie sagt Ihnen mehr. Ich warte hier im Beiboot, um Sie später zur Dreadful Whale zurückzubringen. Okay. Erstmal gucken, ob wir hier irgendwas finden.
Okay, das ist also der Staubbezirk. So staubig sieht's gar nicht aus. Da ist schon... Da drüben sind schon meine Freunde. Wir im Staubbezirk patrouillieren. Wir haben zu viele Leute verloren. Gute Soldaten. Geblendet durch dieses halluzinogene Puder der Heuler. Dann erstochen oder fortgerissen von den Hunden. Okay, mit dem Staubbezirk. Ich nehme es zurück. Ein junger Lieutenant wurde von einer Aufsehergranate getroffen. Und das war's. Sie war eine entfernte Cousine des Herrn. Was finde ich jetzt hier oben? Hoffentlich einen... Was mache ich nur hier draußen? Keine Lust mehr, selber Staub aus den Augen zu waschen. Eine einzige. Und jetzt habe ich überall Schanker. Oder? Der Großpalast. Also das wäre mal was. Ah, scheiße, ich habe keine Schlafdinger. Da ist noch einer. Oh, hab so Hunger. Ich höre diese verdammten Windmühlen im Schlaf. Ich hoffe schwer, die versetzen mich. Nicht. Ich muss dringend in ein anderes Stadtviertel. Staub aus den Minen. Wow. Kam gerade runter. Ich weiß aber nicht, wie weit die runtergekommen sind. Muss man sich, wenn so eine Staubwehe kommt, also muss ich mich dann auch verstecken? Hier stinkt doch was. Aber ich muss es nicht wegmachen. Sei froh drüber. Guck mal, hier hätte ich, nee, hätte ich auch nicht durchgekonnt, nicht so richtig. So, da hinten ist erstmal eine Mühle. Das ist schon mal gut. Ich weiß nicht, war das gut? Ja. War super. Ach, wie ist das denn jetzt, wenn ich jetzt da was schieße? Würde die das jetzt entflammen? Nö. Das ist ja toll. Okay, das bringt nichts. Ich frag mich, wer das war. Das war ich. Hast du was für mich, mein Hübscher? Ja, hast du. Geschirr nehme ich alles. So, wo muss ich hin? Ich muss da rein. Liebste, heirat mich. Langweilig. Jagd im Monster. Ich muss den klein kriegen und den klein kriegen. Irgendwann finden wir dich. Seltsame Zeiten, harte Zeiten. So, der ist definitiv tot. Was? Ich bin immer wachsam.
müssen mir das nicht zweimal sagen. Sagen, dass was nicht stimmt, habe ich keine ruhige Minute. Ach so, die haben davon gar nichts mitgekriegt. Jemand schießt auf uns! Was? So. Wunderbar. So, beim nächsten Mal geht es weiter. Aber ich sage jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.